Hallo zusammen und willkommen zu Batman Arkham Asylum. So. Beim letzten Part haben wir gesehen, wie der Riddler, nicht der Riddler, der Joker, die Insassen befreit hat, die hier eingesperrt waren. Und die werden wir jetzt bekämpfen müssen. Die wirkten auch jetzt doch sehr durchgedreht, also es dürfte irgendwie da die Extremfälle sein vom ganzen Gefängnis, die total durchgedrehten. Da haben wir schon einen. Gegen eine Vollnarkose kann er auch nichts machen. Da kann er noch durchgedreht sein, wie er will. Überraschung! Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Nun, jetzt ist es da. Ich weiß, ich weiß. Du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Bin schon unterwegs. Ihr seid Idioten! Ihr Wimmels vor Waffen! Mehr Waffen! Ich mach Hackfleisch! So leicht, wie es aussah. Ja, eindeutig. Naja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Du kannst ruhig weglaufen mit deinen süßen Hintern, aber ich krieg dich. So, da liegen wieder die ganzen Ganoven, die nicht wissen, wer ich wirklich bin. Jetzt haben wir diesen kryptografischen Sequenzer bekommen. Jetzt können wir dort gleich einsetzen. Patientenberuhigungssystem deaktiviert. Und somit den Stromkreislauf unterbrochen, damit wir nicht selbst gegrillt werden. So, schauen wir da noch. Was ist da noch? Noch eins. Na, was ist? So.
auch erledigt. Weil da noch ein bisschen umschauen, ob da nicht vielleicht noch doch noch was Verstecktes da ist. Beim letzten Part habe ich euch ja gesagt, dass die Poison Ivy in Batman Forever vorkommt. Das stimmt natürlich nicht, dass die kommt vor, so also gespielt von der Uma Thurman bei Batman und Robin, ja. Mit dem Mr. Freeze, alias Arnold Schwarzenegger und Jim Carrey. Das war leider, da habe ich die Filme durcheinander gebracht. Waren aber alle Teile irgendwie schräg und gut. Aber die wirklich die besten waren die von Tim Burton. Beruhigt euch wieder. Geh schlafen, vielleicht bist du dann ausgeschlafen. Ich weiß nicht mehr, warum wir Mädchen. So, Kalenderman. Aufgrund seiner Kalenderfixierung wurde Julian Day eines Tages der Kalendermann. Oder Kalenderman. Seitdem verübt und verknüpft er seine Verbrechen im thematischen Umfeld verschiedener Feiertage. Nicht selten hinterlässt er dabei Spuren, die durchaus zu seiner Festnahme führen könnten. Trotzdem wird die gute Laune der Bürger von Gotham City bis heute an jedem Feiertag vom drohenden Phantom des Kalendermans getrübt. Ein bisschen umschauen, weil ich möchte wie gesagt nichts auslassen, weil ja alles uns wirklich was bringt. Jede Kleinigkeit, jedes Fragezeichen macht uns stärker. Und drum ist es wirklich mehrere Blicke wert, sich da umzuschauen. Aber es schaut wirklich danach aus, ob da nicht mehr wäre. Auch die Innenräume kurz mal durchschauen. Und dann haben wir's. Jo, das war's. Weiß ich jetzt zu 100%. Da ist auch nichts zum Holen. Sieh ab, wer jetzt aufgetaucht ist. Der trottlige Ritter persönlich. Wie läuft's denn so? Gut. Ich habe ein kleines Problem für dich. Siehst du die beiden Wachen da drüben? Ich weiß. Schrecklich. Wie willst du sie retten? Geschlossen. Schnell, raus hier!
Zeit zum Gehen. Raus hier! Stopp auf! Ich dachte, wir würden beide da drin sterben. Jetzt bist du in Sicherheit. Bist du hinter der irren Hexe her? Als wir rauskamen, sah ich, wie sie losging. Die wird nicht entkommen. Erst halte ich sie auf und dann ihren Freund. Gut. Hör zu, ich versuche, das Belüftungssystem zum Laufen zu bringen. Wenn du sie findest, schon sie nicht. Ich bitte dich. Kein Problem. Ich schon niemanden. Was war das, das er benutzt hat? Keine Ahnung. Er hat uns das Leben gerettet. Das ist alles, was ich weiß. Der Name des Patienten ist Victor Sets. Für die Akte. Der Patient kommt von Dr. Cassidy, die nach dem Vorfall letzter Woche im Urlaub ist. Hallo, Victor. Setzen Sie sich. Wachen, lassen Sie uns allein. Tut mir leid, Doktor. Anweisung des Anstaltsleiters. Ich kann Sie nicht mit ihm allein lassen. Ich verstehe. Hallo, Victor. Wie fühlen Sie sich heute? Victor, ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht reden. Deprimiert! Hilft Ihnen das? Können Sie in meinen Verstand eindringen, Doktor? Wieso deprimiert? Ich denke nur über die nach, die davon gekommen ist. Die, die ich ausgewählt hatte. Ich brauchte diese Narbe. Ich will diese Narbe! Der hat seine eigenen Probleme. So. Das ganze System spielt verrückt. Was ist hier nur los? So, mal gucken. Einmal freisprengen. Da sieht man, dass der ganze Raum unter Gas ist. Aber derweil können wir nichts machen. Wir haben zwar diesen kryptografischen Sequenzer, aber den muss man upgraden, damit man den weiter hinten benutzen kann. Ja? Also es wird doch eine Zeit lang dauern, bevor wir dann definitiv wieder da weitermachen können. Glaube ich, ist da eh. Sollte hier nichts sein. Ah, ein Fragezeichen. Okay, das können wir auch erst später machen, weil zu diesem Fragezeichen müssten wir uns runterhängen, weil unten der Punkt ist, aber das können wir nicht, weil der Raum unter dem Gas ist. Also da müssen wir sowieso wieder her. Nicht hin, weil man da wahrscheinlich von der anderen Seite kommen muss. Da ist natürlich versperrt. Also werden wir wieder zurückgehen müssen. Oder Richtung rückwärts. Mal schauen, was wir jetzt machen müssen. Ja, ich suche dich. Ich habe mich nur kurz um, ob es da noch mehr Zähne gibt. Aber es sollte es jetzt gewesen sein. Oder? Nein, da ist nicht. Aber ich werde jetzt eine Pause einlegen wieder und wir sehen uns in wenigen Minuten wieder und werden gemeinsam weiterzocken. Gut, dann wünsche ich euch noch was, dann und bis gleich, gell? Ciao!